Da sind wir im Inneren vom Löwenkäfig und da ist alles parat für Spiel 4. Wir sehen da die Föhn, wo nachher die Handschuhe drauf kommen, dass die dann schön wieder trocken sind nach der Drittelspause. Auch da im Inneren von der Garderobe alles schön büschelt, Stück, die sind parat, falls da einer in die Brüche geht, hat es Führung genug in der Garderobe. Und da sind natürlich die Wände tapeziert mit Erfolg, wo die ZSC Lions haben feiern können. Und wir dürfen vor dem Match mit dem Sven Leuenberg, mit dem Sportchef der ZSC Lions, ein Interview machen. Danke vielmals, dass Sie sich kurz Zeit nehmen. Ja, nur zu gern würden wir natürlich die Wände tapezieren mit dem Meistertitel 2023. Von dem ist man momentan aber doch ein Stück entfernt. Was muss heute besser werden, dass man zumindest den ersten Sieg in dieser Serie einfahren kann? Ja, ich glaube, was wir sicher machen müssen, ist die Special Teams von Biel, also das Powerplay von ihnen neutralisieren, noch besser, gar keine Strafe machen und dann hoffen, dass wir einmal das Powerplay bekommen und wenn wir ein Powerplay haben, dann ein Goal machen und über das Ganze gesehen natürlich einfach ein Goal mehr schiessen als Biel. Was es braucht, sind auch Leader. Von denen hat man eigentlich genug bei der ZSC Lions, wenn man die Namen sieht, aber von außen wirkt es so, als wären die Leader eben nicht wirklich präsent in dem Halbfinal. Sie sind näher beim Team. Wer ist aufgestanden nach dieser dritten Niederlage in Biel? Ja, wisst ihr, grundsätzlich ist immer das Gleiche. Die, die hinten sind, haben keine Leader. Und die, die gewinnen, haben Leader. Und momentan ist Spiel 3-0 vorne. Ich glaube, wir haben, wie ihr selber schon gesagt habt, wir haben genug Leader. Ich glaube, die Mannschaft hat gestern noch mal richtig miteinander geredet. Und jetzt wissen sie, dass sie gefordert sind. Wir als Organisation sind gefordert. Und jetzt sind wir guten Mutes, dass es heute oben klappt. Der eine Teil sind Spieler, der andere Teil ist der Mark Crawford, der Trainer. Auch von außen wirkt es so, als wäre irgendwie ein Vulkan in ihm und er kann die Emotionen, die Impulse, die er eigentlich bringt, den Kanadier nicht wirklich rauslassen, nachdem er sich hat, aus bekannten Gründen entschuldigen bei der Liga. Wirkt er nicht 100% Mark Crawford? Wirkt das auch so auf sie? Also eben, das ist so ein hoher Boulevard-Scheiß, muss ich gerade ehrlich gesagt sagen. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch Zeitungen lesen oder von wo er das aufgreift. Also, ich glaube, der Mark Crawford ist der Mark Crawford. Und wenn er laut ist, ist nicht gut. Wenn er leislich ist, nicht gut. Die Tatsache ist, wir sind 3-0 hinten und unser Trainer hat es im Griff. Und alles andere ist Nebensache. Ja, es ist die Aussenwahrnehmung, die so wirkt, oder wenn man zwischen den beiden Spielerbänken steht und den Crawford auch kennt vom vergangenen Jahr. Was hat er jetzt noch im Petto, dass es klappt? Ja, ich glaube, man hat gesehen schon im Biel-Match. Also, eben, ich glaube, er hat alles gemacht, was man machen kann. Er hat Goalie-Wechsel gemacht für zusätzliche Timeout. Ich glaube, er hat dort drei Kisten gezogen. Er hat das Timeout früh genommen oder hat müssen früh nehmen, wo wir hinten sind. Und ich glaube, eben, ein Coach im Petto, wenn man schaut, auch wenn er coacht, wenn es nicht läuft, probiert die Linie ein bisschen durcheinander zu mischen und so seine Inputs geben. Aber also da irgendwie sagen, der Mark Crawford ist nicht ganz der Mark Crawford. Ich glaube, das ist wirklich ein Käse. Was er auch probiert hat, ist mit den Ausländern eine Rochade zu machen. Sie haben den Lukas Wallmark geholt für den Markus Krügel, der letzte Saison noch bei der ZSC Lions war. In einem der wichtigsten Spiele war der Lukas Wallmark bei Spiel 3 Überzählung. Heute wieder Überzählung. Nehmen Sie das auch ein bisschen auf Ihre Kappe, dass der Lukas Wallmark nicht performt momentan? Ja, ich glaube, er war lange unser bester Scorer und hat glaube, seit dem 6. Januar kein Goal mehr geschossen. Und offensichtlich, wie ich gesagt habe, brauchen wir ein Goal. Aber ich glaube, wer da muss was auf sich nehmen oder irgendwie. Man kann ja nicht irgendwo Spieler steuern oder dass sie den Goal machen, weil sonst würden alle den Knopf drücken. Und irgendwie wahrscheinlich, wenn man in die Playoff kommt, den Knopf drücken, Goal schiessen. Und Tatsache ist, dass ich ihn verpflichtet habe und ich glaube auch, dass er ein sehr guter Spieler ist. Und wie gesagt, wir haben sieben Ausländer und da ist zum Coach die besten sechs spielen und er hat das Gefühl, heute gehört er nicht zu denen und die anderen helfen uns mehr und darum ist die Entscheidung auch so, wie sie jetzt gemacht worden ist. Genau, heute müssen andere Spieler richten. Danke vielmals und guten Match dann. Merci vielmals.